Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei The Technomancer. In der letzten Folge haben wir Victor schon ins Exil geschickt. Das bedeutet, ein paar Quests sind davon weggefallen. Aber wir müssen ja immer noch im Schuppen eine Bombe beschaffen, offenbar. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal kurz zurück nach Noctis. Oh, ja, schon wieder. Da haben wir immer noch Verräter, wo wir in der letzten Folge Victor in den Exil geschickt haben. Ich verstehe das nicht. Ah, ich verstehe das nicht. So, gehen wir mal zurück nach Noctis. Vielleicht habe ich die Quest auch nur ein bisschen selber verbuggt, weil ich das den Marker abgeschaltet habe. Kann auch sein. Oh, ihr blöden Viecher nervt mich. Kommt schon. Schlagt euch zu Müsli. Ah, ihr scheiß Maulwurf auch noch. So. So, wo muss ich lang? Da lang. Moment. Ja, da lang. Ich muss sowieso erstmal die Mission mit Nisha zu Ende bekommen. Sag mal, wie schnell erholt ihr euch eigentlich? Ich kann euch bestimmt auch so oft töten, wie ich will, aber ihr kommt immer wieder. Hä? Ja, wir können da erst reingehen. Oh Leute, ernsthaft? Ernsthaft? Leute, wir können da nicht rein. So. Jetzt können wir rein. Oh, wie blöd sind die eigentlich? Ich würde dann jetzt gerne zurück nach Noctis. Danke sehr. Oder kann ich vielleicht Emilia mitnehmen? Hier zusammenstellen. Oh. Ernsthaft. Das ist unglaublich. Gut, dann gehe ich jetzt zurück nach Noctis. Und wir suchen jetzt mal diese Gloria. Weh, sie ist jetzt nicht da. Das überspringen wir mal. Denn die haben sich sowieso nichts zu sagen. So. Ich hoffe, sie ist jetzt anwesend. Gloria, oh Gloria, wo bist du? Bist du wieder da? Oh, das darf nicht wahr sein. Ich kriege die Tür nicht zu.
Wo ist sie denn? Meine Güte, sie ist nirgendwo hier. Kann ich die Mission irgendwie abbrechen? Diese Aufgabe verfolgen. Deine Gloria existiert nicht mehr. Finde dich damit ab. Sie ist weg. Hey, wisst ihr rein zufällig, wo ich eine Gloria finden kann? Nein? Schade. Schlafen wir mal bis zum Morgen. Und holen uns einen Erholungsbonus. So. Erfahrungsbonus meine ich. Ich glaube, es gibt hier keine Gloria. Gloria, komm, ich mache jetzt Kampfübungen. Wo bist du? Nisha? Hi, Nisha. Hi, Zach. Everything all right? Nach Worten fragen. Ihre Freundin scheint nicht hier zu sein. Guck, ich kann... Ich muss sogar hier auf dieser Ebene bleiben. Oh, ich will diese Quest hinter mich bringen. Das darf nicht wahr sein. Ja, komm. Tür auf. Okay, ist ja auch nicht. Was darf ich wahr sein? Die ist hier nichts zu finden. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich bin auch in einer der Folgen über den ganzen Markt gerannt. Warte mal. Welcome. Habe ich vielleicht eine Sache übersehen? Ich will mal was ausprobieren. You, sir, just came out of Informationen über den Angriff durch Aurora. I need some information. If it's about anything you see in here, later. Please return some. Warte mal, der hatte nichts. Vielleicht die Händlerin. Ich hätte hier was. Wo muss ich dafür lang? Da hoch. Und dann wieder runter. Irgendein Händler hat auch bestimmt Informationen für mich. Irgendeiner muss doch Informationen haben. Halt schon. Vielleicht diese komische Händlerin hier. I just need information. The only information I have is about my goods. Auch nicht. Goodbye then. It's a shame.
weiß noch nicht, wo sie ist, Mann. Wo kann diese Frau stecken? Nicht ansprechbar. Kann ich hier oben rein? Nein. Kann ich mit dem hier reden? Hey there. What do you want, human? Ich kann doch nicht mal die Leute nach Gloria fragen. Mann. Geht auch nicht. Hier ist niemand ansprechbar, der uns helfen könnte. Muss ich wirklich das Internet zu Rate ziehen? Und fragen, gucken. Ich finde Gloria in Noctis. Quest verbuggt. Mit. Wie kann eine einzelne Person denn verschwunden sein? Ich verstehe das nicht. Werkbank, Prediger. Ich glaube, sie existiert gar nicht mehr. Nehmen wir mal Emilia mit. Und dann gehen wir mal zurück nach Ophia. Vielleicht in Valles Marineris. Kann auch sein. Ich guck jetzt mal. Nee. Selbst hier scheint sie nicht zu sein. Das gibt es nicht. Ich kann nicht verschwunden sein. Falls ihr mich gehen gehört habt, Entschuldigung. Aber ein bisschen müde. Oh, diese Story-Quest, diese persönlichen Quests sind echt schlimm. Ich kann doch nicht mal, ich kann doch nicht mal das Team austauschen. Talente. Herstellen. So. Ich kann nochmal nachschauen, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt da ist. Oder warte mal, muss ich mit ihr alleine hingehen? Warte mal. So. Ich kann auch nicht alleine. Nee, geht auch nicht. Schade. Das klappt auch nicht. Ich hab
habe gedacht, wenn ich sie nur Nietzsche mitnehme, kommt sie vielleicht aus ihrem Versteck raus. Die ist wie vom Erdboden verschluckt. Das kann doch nicht sein. Warte mal. Da ist eine Tür. Ernsthaft? Da ist eine Tür. Oh Gott, Facepalm. Gloria, you are... Oh no. Nisha, don't stay here. You shouldn't. Zach, I'm not a child. Let me listen. I have to know. I have to... Nisha, I heard that you had left Ophir, that you come back here often now. I know that I won't be able to see you and tell you all this in person. I don't have the courage for it. So I hope that someone will give you this message, that you will listen to this and that you will forgive me. I did something awful, something that haunts me every day, every instant. Something with which I cannot live today. You have always been strong, so much more brilliant, prettier. And me, I was in your shadow. And I felt that I was suffocating. So I went to see a man, a thief. I knew that he could plant false evidence and that he turned in people to the ASC. I said that you knew some things about their trafficking. That you were dangerous to them. And it worked. Too well, because they came to arrest our whole group. And during all those years spent with you in the camp, I knew that we were here because of me. When I saw how they were torturing you, when Nick died, I also wanted to die. But they refused. Today, I still carry the weight of my mistake and I can't bear it anymore. So farewell, Nisha. Farewell and forgive me. Your sister, Gloria. I'm sorry, Nisha. Come on, let's go. I'll take care of the funeral. Don't worry. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich diese Mission geschafft. Boah. It's all sorts of fucked up. Sorry, Nisha. Yeah. Thanks, Amelia. Sie war die ganze Zeit hinter einer Tür und ich... Oh, das kotzt mich an. Sie war die ganze Zeit über dort. Ich könnte gerade echt die Krise kriegen, echt mal. Jetzt können wir auch diese Mission abschließen. So. Und Scott. Oh Gott sei Dank, wir können eigentlich wieder zurück nach nach Ophir gehen und die Mission machen. Alter. Und ich habe ehrlich gedacht. Oh, das ist echt. Da war diese Tür direkt vor meinen Augen und ich habe es nicht gesehen. Das ist so. Oh, das ärgert mich gerade so dermaßen. Jetzt auf jeden Fall nochmal zurück. Und sie leben wieder. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch noch heute. Au. Au. Du Mistvieh. Nicht richtig? Ja. Juhu, kämpfen wir noch einmal uns einmal durch. Yay, bin gespannt. Ich kenne Tiere mittlerweile auswendig. Wow. Cool. Na, wollt ihr ja, kommt auf.
Autsch. Das ging doch schnell mit dem, gerade mit dem Aufsteigen. Wir sind doch gerade erst auf Level 36 gekommen. Hallo meine Freunde, ich bin wieder da. Ich ärgere mich immer noch gerade, das mit Gloria, das, das nervt mich gerade so nervmaßen. Es war direkt davor eine Tür und ich konnte sie nicht sehen, ich konnte sie nicht betreten, weil diese weiße Schrift da nicht aufgetaucht ist. Aber jetzt müsste es ja gehen. Jetzt können wir eigentlich auch diese Mission machen. Oh, einer ist wieder aufgewacht. Ne, zwei sind noch. Einer liegt da noch. Ja. Auf zum Schuppen. Ach, jetzt auch wieder aufgewacht. Gehen wir mal rein. Jetzt sind wir zwar drin, aber ich würde sagen, ich beende die Folge, bevor es hier noch mal was getriggert wird. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!